Oh. Oh, ich sollte nochmal zurückkehren.
Was hat mich denn hier gerade angeschrieben? Welchen Boss hast du denn gemacht? Oh Gott, was war das? Den hast du jetzt komplett down gesetzt. Also Stufe 23, ich gehe mal ganz stark davon aus, dass es dann easy ging.
Wie lange hast du für den Kampf eigentlich gebraucht? Oh, das geht ja echt klar. Ah, okay. Wie bescheuert eigentlich. So, ich laufe mal eben ganz schnell auf Klo. Bis gleich. Noch eben was zu trinken holen. So. We'll be right back.
So. Oh, knapp. Das ist ja genauso nervig wie das Sniffer-Eck zu finden.
Mal gucken, ob wir noch irgendwas finden. Mit den Netherite-Templates. Ich freue mich schon auf das Update von Palworld, wenn es dann dahin geht, dass es mit Entwicklung weitergeht und dass sie das Züchten umstellen werden. Also zum Beispiel, wenn du 3 Entwicklungsstufen hast, kriegst du nur die erste Version davon aus dem Ei und niemals die dritte. Das heißt, du musst auch mit dem die Viecher trainieren und entwickeln, damit du dann die dritte Stufe bekommst. Ich glaube, das wird richtig nice. Oh mein Gott. Hornstatue. Nice. Glaube ich. Wie schnell ballert ihr das durch? Ich hatte das ja schon mit den Feuerviechern Stufe 3 oder nee, Stufe 4. Dass sie dann halt, vorher hat er, keine Ahnung, für einen Stapel 5 Minuten gebraucht und jetzt braucht er plötzlich nur noch eine halbe Minute.
Wieso ist das hier nur ein Outpost? Ah, okay, Stufe 3, aber der Unterschied war ja auch schon krass von Stufe 3 auf Stufe 2. Aber Stufe 4 wird dann ja noch kranker sein. Nice. Also da also eigentlich müsstest du jetzt mal eine Messung machen. Eine Stufe 1, Stufe 2 und jeweils ein, keine Ahnung, ein 10er Stapel. So, drückt mir die Daumen. Das war kein Erfolg. Das war auch kein Erfolg. Was? Geil.
Mist. Das hat nicht geklappt. Ja, das ist das Problem, wo wir gerade vorstehen. Die Kiste finden. Also bis jetzt haben wir nur Pech.
So. Da unten in der Mitte hatte ich schon geguckt, kann man da noch runterbuddeln? Und ich wollte jetzt hier jede einzelne Ebene einmal irgendwie versuchen abzulaufen. Und, ah, ist das nervig. Ja, ich bis jetzt auch, aber was ich bis jetzt ganz oft gefunden habe, war... Oh, ich hab's nicht mit. Aber, ja, doch hier. Ich bin jetzt schon bei der zweiten. Eine kleine und eine große. Bastion Treasure, Bastion Azar, die Bridge, Hooligan Stable. Oder liegt das daran, dass das hier das Undergrowth ist und nicht als Bastion erkannt wird? So, jetzt bin ich in der obersten Etage. Mal gucken. Ja, hier war ich schon unterwegs. Thank you.
Was genau meinst du damit? Oder meinst du... Gott. Das ist ein normaler Soul Sand. Hier ist nochmal normaler. Ja, also ich habe echt keine Idee mehr. Ich bin nicht begeistert. Ist er hier wenigstens zu etwas zu gebrauchen? Ha, er hat eine. Geil. Das heißt, wenn wir davon noch ein paar finden, haben wir auch keinen Stress mehr.
So.